Hier müsste es eigentlich schon wieder so warm sein. Sam, wissen wir, wie lange dieser Ort schon im Eis gefangen ist? Die Forscher der Angara vermuten mehr als 500 Jahre als Ergebnis des Geißelfunds. Die Temperatur sinkt, Freunde! Oh, die Kugeln gehen tatsächlich durch, hätte ich nicht erwartet. Hui, er fliegt und Home Run. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Sehe ich nicht so. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Okay. Schade, der Kopf ist versteckt, deshalb kriegt man keinen kritischen Treffer. Ah, ja. Scheiße. Okay. Das sind Versklavte Angara. Wir müssen sie befreien. Sie könnten uns helfen. Dann tun wir dies doch gerade mal. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Oh. Lade Munition nach! Lebenserhaltung ist stabil. Gut, Leben noch nicht so. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Das sind alle, Cat. Und wir sind wirklich frei. Schaffen Sie es von hier aus allein? Ja. Ohne die Cat kann ich die anderen sicher nach Techix zurückbringen. Ja, das hoffen wir doch. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Brauchst du gar nicht. Ich könnte Ihnen sagen, was ich über diesen Ort weiß. Hm. Vielleicht hilft Ihnen das. Mhm. Das wäre sogar eine große Hilfe. Die Cat wollen in einen Raum hinter dieser Wand. Ja. Vor einiger Zeit haben sie etwas geortet und ihre Anstrengungen darauf konzentriert, dorthin zu kommen. Wie? Das sieht aus wie massives Eis. Die Cat haben uns Sprengstoff herbringen lassen. Sie wollten die Wand sprengen. Das könnten Sie auch machen. Wollen Sie sonst noch was wissen? Falls nicht, würde ich gerne den Himmel wiedersehen. Bitte, ich will Sie nicht aufhalten. Ich brauche weiter nichts mehr von Ihnen. Viel Glück. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen.
Seien Sie vorsichtig. Auf jeden Fall. Wir müssen herausfinden, wie wir hinter diese Wand kommen. Ein Scan könnte helfen. Pathfinder. Ich empfange eine starke, nicht identifizierte Energiesignatur, deren Quelle hinter dieser Wand liegt. Dann ist dort also tatsächlich etwas. Wieso läuft ihr jetzt mit? Sieht es so aus, als müssten wir uns den Weg mit dem Sprengstoff freisprengen, der hier herumliegt. Haben wir genug davon? Ich denke schon. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Hm? Dann wollen wir mal. Wow. Diese Sprengung war unspektakulär. Alle in Ordnung? Niemand unter herabstürzenden Eismassen begraben? Alle Mann einsatzfähig und die Detonation hat die Wand einstürzen lassen. Gefällt mir nicht und ich glaube, ich weiß auch schon wieder, was hier passiert oder passiert ist. Hier ist es wunderschön. Aber was macht diesen Ort so interessant, dass die Cat um ihn kämpfen würden? Ich grüße Sie. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Was sind Sie? Ein Interface für das Energieraster dieser Stadt. Ich bin aktiv, seit sie im Eis eingeschlossen wurde. Sie lügt. Sie ist eine KI und allem Anschein nach wurde sie von den Angara erschaffen. Interessant. Wenn man bedenkt, wie hochentwickelt die Angara sind, wäre das durchaus möglich. Absolut. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass sie hiervon wussten. Das ist einfach unglaublich. Holt den Commander. Also, warum haben Sie mich belogen? Wie Sie sehen, bin ich momentan verwundbar. Was ist hier geschehen? Die Cat Aliens haben über mich gesprochen, als wäre ich böse und abstoßend. Sie hatten vor, sich mein Wissen anzueignen und mich dann zu töten. Ich konnte sie abwehren, aber jetzt sind meine Energiespeicher erschöpft. Ich bin dem Tode nahe. Eine weitere Lüge. Sie ist mit einem gewaltigen Energieraster verbunden. Ich flehe Sie an. Haben Sie Mitleid mit mir. Bringen Sie mich nicht von hier weg. Ich würde lieber sterben. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Das ist Wahnsinn. Sie sind eine unglaubliche Entdeckung. Ein Schlüssel zu unserer Vergangenheit. Bin ich das? Sie sind nicht diejenigen, die mich erschaffen haben. Ich vertraue ihnen ebenso wenig wie den Cat Aliens. Oder diesen anderen Aliens. Ich würde lieber sterben. Ryder, sie blockiert meine Versuche, sie zu scannen. Okay, das ist... Ich bin offen für Ratschläge. Irgendwelche Ideen? Ideen? Ich bringe sie von hier weg. Das ist es, was... Nein! Ich bin müde. Ich werde nicht gehen. Ich habe Angst. So viel Angst. Und ich bin wütend. Helfen Sie mir. Bitte. Ich habe Familie. Ein Leben für ein Leben. Ist meines wirklich kostbarer als seines? Nein, ist es nicht. Sie haben vollkommen recht. Danke! Vielen Dank! Ich bin gespannt, wie meine Leute hierauf reagieren werden. Ich bin mir sicher, sie werden zumindest ein paar Daten extrahieren können. Das bezweifle ich. Allerdings sollte schon allein das Wissen über ihre Existenz aufschlussreich sein. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Sie war irgendwie unheimlich. Okay, danke. Ich hoffe nur, ich bereue es nicht irgendwann mal. Wenigstens haben die Cat sie nicht in die Finger bekommen. Okay, Team, was jetzt? Ich hätte das gerne vorher gespeichert. Ich hätte nämlich gerne gewusst, was passiert, wenn ich sie nicht töte. Ob ich ihn vielleicht hätte doch retten können. Okay, was haben wir jetzt hier noch zu tun? Ich glaube, wir haben hier nichts mehr zu tun. Hier, Logbuch.
Genau, das haben wir gemacht. Alles klar. Haben wir sonst noch was? Helios-Aufgaben? Volt? Mit Oleskren haben wir jetzt aber nicht so die erstmal Lust drauf. Wir reisen, denke ich mal, nach Hawal. Gehen wieder eine hier hin. Und reisen mal kurz wieder in unser Lager, um dann mit der Tempest abzuhauen. Denn wir haben alles hier so weit auf Volt gemacht, was wichtig ist. Hallo, dürft ihr hier? Dankeschön. Ja, ich würde gerne in die Tempest steigen. Denn wir müssen noch ein paar Dinge erledigen. Wir haben noch ein paar. Ich glaube, wir haben noch eine Alp, die wir verteilen können. Phoebe hat gesagt, dass sie mit Ihnen reden will. Ja, aber ich will jetzt nicht mit ihr reden. Nicht unbedingt. Also, wir machen das gleich schon, aber ich muss jetzt nicht direkt. Alp-Statuskontrolle. Ich habe 3 Belohnungen einzusammeln. Okay, habe aber noch keine Punkte. Komisch. Hier wollte ich nicht hin. Hier, Endes-Mission. Fehlgeschlagen, okay. Erfolgreich. 216.900 EP bekommen. Mission found. Gold Objektbox. Forschungsboxdaten akzeptieren. Und 135.000 EP. 5 Mission Founds, Gold Credit Box und Gold Material Box akzeptieren. Ein Apex Team losschicken. Was haben wir hier? Wir haben noch eine Silbermission. Da schicken wir auch ein Apex Team rein. Whisky und Kilo schicken wir dann hier rein. Jawollo. Eineinhalb Stunden, 5 Stunden, auch 5 Stunden. Gut. Ich muss mir die App mal wieder runterladen, dann kann ich das alles mal unterwegs machen, ne? Was wollte ich? Pibi wollte, genau. Hier, komm. Darf ich da bitte? Danke. Nichts da. Hier wird nicht gelinst. Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt, ich versuche es. Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Also danke, dass Sie dieses bedeutende Stück Railtech geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Ich bin von Natur aus neugierig. Und ich bin mir sicher, die Crew möchte einfach nur Freundschaft schließen. Neugier ist gut. Sie steigert die Vorfreude. Und das mit der Freundschaft überlasse ich Ihnen. Das ist nichts für mich. Hören Sie, es ist bestimmt schwierig, der Pathfinder zu sein und trotzdem nicht alles wissen zu können. Aber es gibt so vieles, was niemand außer Ihnen vollbringen kann. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass Sie absolut einzigartig sind. Sie haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Stimmt, aber ich habe eine lebhafte Fantasie. Und ich freue mich darauf, mehr zu erfahren. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Sie wollte auch mit mir reden, ne? Jetzt schickt sie mich wieder weg. Ey, du kannst mich mal. So, jetzt gehen wir erstmal gucken. Ich glaube, ich kann nämlich jetzt etwas machen. Entwicklungen. Ah ne, stopp. Halt, zurück. Forschungen. Wir alle wissen doch, was jetzt kommt. Weiter, okay. Und die kann ich auch machen. Weiter. Ich frage erst, machen wir die Black Widow?
oder nicht? Zurück. Zurück. Die Widow 4. 744 Schaden. 680 Schaden. Ist aber schwerer. Die hat mehr Munition. Ich glaube, mir ist die hier lieber. Was kostet die denn? Ja, hier, das da. Die hat halt schon ein bisschen mehr Bums. 60 Schaden ist schon ein bisschen was. Aber das können wir später kompensieren, das ist kein Problem. Aber uns fehlt noch ein Lithium. Warte mal, stopp. An- und Verkauf. Materialien. Ernsthaft, ich habe hier keinen. Ich kann kein Lithium mehr kaufen. Scheiße. Scheißendreck. Gut, dann lassen wir das dann. Aber dann wollte ich noch was anderes gucken. Leider runter. Ich muss das anpassen, was mich schon die ganze Zeit nervt. Geht das hier? Datenpad untersuchen. Ich glaube, das hier war das, oder? Nein. Ich würde gerne was anderes hier zurücksetzen. Ah, ja, das war's doch. Und zwar möchte ich gerne... Was alles aussehen? Haare. Frisur. Die Frisur geht mir nämlich so auf den Sack. Alter, die Frisur geht gar nicht. Erinnert mich zu sehr an die komische Tante von wie heißt's? Hier unsere weibliche menschliche Vertreterin auf der Nexus, ne? Ich weiß nicht, ob ich mit der Frise auch die ganze Zeit rumlaufen könnte. Die Frise meines Vaters geht gar nicht. Nein. Nope. Nope. Ja, nehmen wir doch das. Bestätigen. Die kleine Asiatin. So, beenden. Fertig. Ohne diese Frise hat mich die ganze Zeit gestört, das ging gar nicht. Wir könnten Hawal jetzt machen oder wir reden mit Ephra. Wir machen erstmal noch auf Hawal alles fertig. Wir machen Liams Aufgabe noch mit dazu und dann
Reden wir mit Aphra. Dem oder der Anführerin? Ich weiß nicht, ich glaube, es sind der. Okay, also ich hatte einfach Spaß im Einfall, dem gedeckten Datenkern mit Energie zu beschießen. Und dann ist was passiert. Dann der Masseneffekt. Na, ja, bist du Jagger, braucht mir ein Ding zu machen. Jackpot, das Ganze hat angefangen zu leuchten. Ja. Und die mir treffen müssen. Sklavin hatte eine Familie, die sie betont. Sie haben ein großes Geschenk gemacht. Die Meinungen auf Arya dazu sind geteilt, aber ich vermute, dass ihnen das niemals Gesicht zeigen würde. Ich finde solche Debatten erfrischend. Wir sind nur ein komplexes, emotionales Volk mit vielen verschiedenen Standpunkten. Großartig. Immerhin haben wir mit Aphra gleich gehandelt, also von daher. Also Aphra hat genauso gehandelt wie wir, das finde ich schon mal schön. Trotzdem hätte man eventuell. Ach, guck mal hier, da haben wir ja unseren Architekten. Orte einen Reliktarchitekten. Die Direktiven der Programmierung des Reliktarchitekten wurden außer Kraft gesetzt. Er befindet sich in einem orbitalen Stand-by-Modus und bleibt in seinem heimlichen Mode gebunden. Dank des besseren Überblicks aus dieser Position sind eindeutig kleinere Beschädigungen erkennbar, die durch die Beschädigung des Frostwechselzyklus in einem feuchten Region verursacht wurden. Mehrere Systeme scheinen ihre Instandsetzung anzufordern. Ach, kleine Schäden, ja. Zup. Und noch einmal zurück. Und noch einmal zurück.